Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Gruskills. Das hier ist Rise Son of Rome, wie es da links steht. Und ich werde dieses Spiel jetzt endlich mal spielen, denn ich habe es schon viel zu lange auf meiner Festplatte rumliegen und immer noch nicht gestartet. Ja, ich fange von vorne an. Hab einigermaßen die Einstellungen schon gemacht, so von nebenbei, und werde jetzt einfach hier loslegen. Ich spiele natürlich auch Soldat. Und Vorspann. Ein Adler. Ein Mann, der läuft. Steine fallen herab. Er weicht ihn aus. Steht vor einer Treppe und fängt an zu erzählen. Oder geht noch weiter. Nein! Schöne Statue. Erzähl's. Na? Er ist hier. Götter, steht mir bei. Er will mich töten. Creepy. Er ist hier. Hier. Hier! Helf mir! Hilfe! Er ist hier. Wer schützt euren Kaiser? Ich, Nero, Augustus Germanicus, befehle euch, euren Kaiser zu beschützen! Na, das geht ja gut ab. Rise, Son of Rome von Crytek. Ja, ich muss dich hier an dieser Stelle leider kurz schneiden, weil man kann dieses Spiel nicht von vorne starten, wenn man schon mal was angespielt hat. Und leider war da gerade ein Speicherpunkt, aber egal, ich drücke Space, um die Angriffe abzuwehren. Ich drücke rechte Maus, um den Gegner wegzustoßen. Ich drücke linke Maus, für einen Angriff mit dem Schwert. Ich wähle mit Mausrad den Gesundheitserholungsbonus aus. Ich drücke E, um Gegner mit geringer Gesundheit hinzurichten. Die rechte Maustaste zum Fortfahren war blau, gelb und blau mit der Maustaste, um schön Finisher zu machen. Und wie ich gemerkt habe, habe ich gerade regeneriert. Wieder da. Das war mir ein Feuer. Wir müssen zu dem Palast dort. Unsere Männer werden nicht mehr lange standhalten. Verdammt der Hunde! Das ist
Er nimmt aus, dass du und dem fehlt der Arm. So. Den geht's jetzt auch nicht mehr. Oh komm, der geht doch. Ups, verkehrt. So, jetzt aber weiter. Ich muss ja, glaube ich, zu diesem Partner da hinten. Die Barbaren nähern sich den Palastort. Wir müssen ihnen zuvorkommen und sie zurück. War da gerade ein Leiter? Die sprechen da an das Formation der Barbaren, ne? Reiß die Leiter runter! Ja, ich verdrück mich mit dem. Mach mal Quelle für Licht. Alle erledigt, ich krieg mal die weg. Und die weg. Und dann durch. Ach ja. Mit Shift drücke ich anscheinend eine Rolle. Wo kommt das denn her? Egal. Durchbrecht ihre Reihe! Bedrängt den Gewalt! Und das in Full HD, super. Die Herren in römischen Römern einen Befehl zu geben. Na, das hätte ich aber vorher gebrauchen können. Und da kippt der Ton um. Wie steht's um die Verteidigung, Soldat? Der Großteil der 18. ist immer noch kampfbereit. Wir verfügen über 3 Hilfseinheiten: Skorpios, Bogenschützen und Katapulte. Ich sage einfach, ich schalte eine Verbesserung verfügbar. Okay, geht. Linie bilden. Befehl an Soldaten, die Lücke zu schließen und die rechte Flanke zu sichern. Du wirst die linke Flanke mit einem Skorpio beschützen. Okay. Bildet eine Linie! Nördliche Barrikade! An strategischen Punkten stehen Brandfallen bereit. Jetzt habe ich leider nicht gelesen, was ich machen soll, aber. Totalen Brand ab und so. Oh. Ja, toll. Die Dicken treffen natürlich nicht. Jemand muss die Brandfallen zünden!
Kohle hält nicht stand. Wir brauchen Verstärkung. An den Stand, Männer! Auch noch eine Brandfalle. Und befehlt den Katapulten die Aufstellung im Palasthof. Feuert auf meinen Befehl! Okay, um die Zielposition zu feuern. Und wo denn? Ja. Katapulte! Feuer! Rückzug! Rückzug! Ja, schießt doch mit auf mich. Ich hab euch ja nur gesagt, ihr sollt schießen. Okay, jetzt muss ich den Palast betreten. Da bin ich mal gespannt. Herr, wir haben sie zurückgeschlagen. Nur eine Handvoll hat es in den Palast geschafft. Ja, da hau ich die doch gleich wieder raus. Du hast jetzt genug Ehre, um Verbesserungen zu kaufen. Drücke U, um das Verkaufsmenü zu öffnen. So, Fähigkeitsverbesserung, junge Fähigkeitsverbesserung. Da wollte ich wahrscheinlich rein. Okay, ich habe ein Herz, ich habe noch ein Herz. Ich habe Konzentration, Fokusverbrauchsverbesserung, Fokuskapselverbesserung, Fokusverbesserung. Gut. Zuwachs, XP-Verbesserung, Fokuszuwachsverbesserung und Kampf. Inventarverbesserung, Kapazität, Rekrut und Verbesserung, brennender Adler, Rekrut. Marius erreicht den Bundesgranatenacht, ist perfekt. Okay. Ich hole mir zuerst. Gesundheit. Und das hier auch. Dann brauche ich eine Inventarverbesserung. Und das war. Wie viel Ehre, wie viel habe ich denn hier? Ich glaube, das war jetzt alles. Und sinnloserweise habe ich Zuwachs gekauft. Du hast nicht genug Ehre, um diesen Kauf abzuschließen. Wenn du zu Gold im Fahrzeug fahren, du hast nicht genug Gold, um diesen Kauf abzuschließen, wenn du ganz gerne siehst, Gold im Xbox Store erwerben. Ich habe PC hier, aber okay. Na dann. Schau ich nochmal zurück, da steht die Linie, das ist gut. Hier geht's jemand nicht so gut und ich gehe rein. Weil betritt den Palast ist meine nächste Aufgabe. Helft mir, ich befehle es euch! Mein Kaiser, die Palastverteidigung ist durchbrochen. Ich sorge mich nicht wegen der Barbaren, sondern wegen ihm! Ihr müsst an einen sicheren Ort. Sicher? Wir sind nirgends sicher vor diesem Wir bringen euch in Sicherheit. Zu euren Gemächern? Meine Gemächer? Nein, nein! Die Gruft, hier lang! Die Gruft? Warum nicht in seinen Gemächern? Los, jetzt! Gehen wir in die Gruft. Warum ist die Tür verschlossen? Heute also Gruft. Da ist niemand drin. Ich glaube, du solltest sie vielleicht öffnen. Was ist das? Das Bild? Neue Chronik gesammelt. Uli. Okay, man kann also, wie bei Zelda, Blumentöpfe zerstören, Dinge sammeln. Und der die Flagge wackelt, was ich schön finde. Und irgendwie hat er gerade den Fokus auf ihn gesetzt. Sorge für die. Okay, um den XP zu halten, was? Komm in den Weg zur Gruft frei. Wechsel zwischen linke Maustaste und rechte Maustaste, um Gegner ausweichen zu hindern, okay?
Geh weg. Okay, das könnte anstrengend werden. Der nächste. Stell dich deine Okay, dann bist du erstmal weg. Und da bin ich jetzt erstmal tot. Okay, ich habe wieder Fähigkeitenverbesserung. Dann nehme ich doch den Fokus. Ja, genau. Oder ich mache einfach neu versuchen und gucke mir diesen wunderbaren Ladebildschirm an, den ich echt genial finde. Und hoffe, dass ich dieses Mal nicht so viel Verlust mache. Sorge für die Sicherheit und so weiter. Warum ist die Tür verschlossen? Muss ich dich nochmal aufsammeln? Nö. Da ist jemand drin. Ich glaube, du. Solltest sie vielleicht öffnen. Ja, gehen wir rein, hauen den Barbaren auf den Kopf. Da kommt ein General! Und gleich weg mit ihm. Bin groß auf Mann. So, hier ist er. Ach, ich kann mit beiden zwei gleichzeitig. Autsch. Ja, ich glaube, das ist für Jugendliche unter 18 Jahren nicht so geeignet, aber es kam keine Warnung vorher. Endlich. Aber irgendwie bin ich auch lost. Und ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen so wie For Honor, nur dass man halt nur ihn spielt. Den Marius. Bleib zurück, mein Kalte. Die Schatten könnten sich noch mehr verändern. Hier kommen die nächsten. Jetzt brennst du, Römer! Und Hacke. Die Hacke noch nicht lange. Ein erster Zwischenboss, glaube ich. Okay, L-Shift, um mächtigen Angriff auszuweichen. Ne? Und ich hab's total verkackt. Verstehe!
Und wieder tot. Nochmal Versuchungen. Ich kann eh Fähigkeiten verbessern, glaube ich. Ich habe, glaube ich, ein bisschen was gekriegt. Ich habe zumindest einen Rang gekriegt. Und ich habe hier irgendwas mit Ehre. Mit Ehre.